Ja, guten Abend, hallo, ihr Lieben da draußen, es spricht Susanne Jatina Maria Mück. Ich bin wieder mal an einem wunderbaren Ort, unweit meines Wohnhauses, hier eigentlich schon, das ist schon Schwäbische Alb jetzt hier, ein wunderbarer Fleck, komme ich öfters her, ist ein bisschen wie bei den Hobbits, wunderschön gelegener Ort. Ich liebe ihn und ja, ich will euch jetzt noch ein bisschen was erzählen. As always. Und zwar, ja, jetzt geht es mal wieder darum. Ich habe heute Morgen, war ich dabei, Patricia hat ein wunderbares Live-Coaching gemacht um 11 und da waren auch neue Frauen, Frauen, die sich dafür interessiert haben, dabei. Und ja, dann kommen ja immer Fragen auf. Also Wissen ist ja im Grunde schon viel da, sehr viel da, sehr viel Wissen da. Und dennoch ist es eben im Alltag so, ja, fast schon ein bisschen unerreichbar, was mir so erzählt, ne? Also, dass ich die Schöpferin meiner Realität bin, dass ich diejenige bin, die bestimmt, wie mein Partner ist, dass ich diejenige bin, die sich Geldquellen erschafft. Keine Ahnung, also ihr kennt all diese, ja, wie soll man sagen, Prophezeiungen, Versprechungen. Ja, ich glaube auch daran. Es ist aber so, dass ich mich auch immer wieder frage, wie hängt das alles zusammen? Wie hängt das alles zusammen? Ich habe ja meine Sachen erlebt und ich habe jetzt auch schon gelernt, mich zu beobachten, so dass ich eher sagen kann, dass ich eher den Schluss ziehen kann, woran liegt es? Woran liegt es, dass mir das jetzt gelungen ist, dass es gelungen ist und oder woran liegt es, dass mir das jetzt überhaupt nicht gelingen will? Oder es noch schlimmer wird als vorher? Woran liegt das? Und ich für mich habe mal wieder eine Antwort gefunden. Es liegt daran, dass ich oft sehr kompliziert über diese Sache denke. Ich bin gewohnt, kompliziert zu denken. Ich bin sozialisiert, sehr kompliziert zu denken. Und dann bin ich auch noch, dann habe ich das noch weitergetrieben. Ich habe ja dann noch Abitur gemacht, ich habe studiert, ich habe gelernt, ganz kompliziert zu denken. Und manchmal steht mir das im Weg. Es ist nämlich viel einfacher, als ich es oft denke. Es ist sehr viel einfacher. Und das macht es aber dann tatsächlich für mich manchmal nicht greifbar. Nicht. Macht es das kompliziert, dass es so einfach ist. Ich denke, ich kann es eigentlich auf die Formel bringen. Oder Formel, eine Formula, ich meine, Dispenser. Geht da auch mit um. Also mit dem hat es jetzt gar nichts zu tun. Ich kann es eigentlich ein bisschen auf das runterbrechen, sagen wir es so. Ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass ich mich selbst für wert halte. Das heißt jetzt nicht, dass ich sofort in eine Selbstliebe und in eine totale Akzeptanz schon drin sein muss. Das muss noch nicht sein. Und ich kann trotzdem erfahren, dass ich wirklich die Schöpferin meiner Realität bin. Ich muss, also eine Sache, was heißt das, ich muss, das klingt immer so blöd, aber eine Sache ist wichtig, dass du es für möglich hältst. Ja, das würde ich sagen. Du musst es für möglich halten. Ich habe ge gesagt, ja, für möglich halte ich das. Ich halte das für möglich. Und dann öffnet sich ja auch eine Tür. Du öffnest eine Tür zu neuen Erkenntnissen, zu neuen Beobachtungen. Also ich meine jetzt, du musst es für möglich halten, dass du diejenige bist, die gottgleich ihr Leben erdenkt. Und dieses Erdenken ist eben auch nicht so kompliziert, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Dieses Erdenken ist so, dass ich tatsächlich, sagen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich wünsche mir, dass mich morgen eine bestimmte Person anruft. Wünsche ich mir. Wie mache ich jetzt das, ja?
Und dann denke ich daran, es wäre schön, wenn XY mich morgen anruft. Und dann könnte es sein, ich lege das einfach ad acta und ich kann euch ziemlich genau vermutend sagen, 90% solcher Wünsche gehen in Erfüllung. Was heißt da Wünsche? Das sind ja nicht mal Wünsche, das sind einfach Feststellungen, das sind Anweisungen. Es sind Anweisungen ans Leben. Und je einfacher diese Dinge sind oder so kleine Sachen, umso besser funktioniert es ja auch, weil ich überhaupt nichts dagegen zu sagen habe in meinem Inneren. Wenn ich jetzt aber größere Sachen mir da erschaffen will, ich gewinne heute Abend 1 Million Euro im Lotto. Und dann sagt es euch einfach mal, was passiert dann? Legst du es ad acta? Oder ist das jetzt eine Anweisung und die wird eintreten zu 90%, wie das mit dem Telefonanruf sehr wahrscheinlich eintreten wird? Oder was passiert letztlich? Was dominiert letztlich den Endausgang meines Gedankengangs? Sagen wir mal so. Wenn ich mich dann beobachte, lege ich es eben nicht mit dieser Feststellung und dieser Anweisung ad acta, sondern ganz zum Schluss denke ich noch, schön wär's. Beispiel. Oder ich habe das schon so oft gewünscht. Oder also ich dürfte mehr aufpassen. Ich dürfte das noch mehr einfach nicht mehr machen, dass ich hinten raus so einen kleinen Schlenker denke oder so eine kleine Vorstellung habe, die das wieder revidiert, zurücknimmt. Ich habe irgendwo mal, das ist auch schon Jahre her, dieses schöne Beispiel gelesen, du bestellst bei Quelle. Neckermann, Schwab, Bader, wie all diese Dinge aus meiner Jugend hießen, diese Kataloge. Und du bestellst da was, ja, du bestellst eine Hose. Und schreibst du schön auf deinen Zettel mit Bestellnummer und so weiter, Preis und schickst es ab. Du denkst doch nicht mehr dran, bis das Paket kommt, dass du das getan hast. Du denkst vielleicht schon nochmal, ja, ich habe ja die Bestellung laufen. Aber du würdest jetzt niemals, und das tust du mit deinen Gedanken sehr wohl bei größeren Anweisungen, nachfragen. Stimmt es? Also du würdest dann nochmal anrufen bei Quelle oder bei Neckermann und sagen, also Sie haben meine Bestellung schon gekriegt. Was habe ich dann nochmal bestellt? Sie wissen, ich habe ja diese Hose bestellt. Das machst du dann 3, 4, 5, 6, 7, 15 Mal. Dann kann schon auch mal passieren, dass dieses Versandhaus sagt, hallo? Wir haben doch Ihre erste Anweisung erhalten. Ist doch alles gut. Oder auch im Restaurant. Sie bestellen die Pizza, die Spaghetti. Du fragst dann nicht 100 Mal nach und rufst dem Kellner ständig zu. Hallo, Spaghetti, Spaghetti. Ach, wahrscheinlich kommen die Spaghetti nicht. Das machst du nicht. Es geht auch darum, es wirklich dann mal sein zu lassen. Und da einfach so eine Beobachtung in sich reinzukriegen. Wie mache ich das? Wie ist das Bild? Wie ist das letzte Bild, das ich abspeichere? Das letzte Bild muss einfach oder darf einfach so sein, dass ich es wirklich gesehen habe. Oder eine Vorstellung davon hat. Es muss nicht mal ein Bild sein, es muss eine Vorstellung sein. Und diese Vorstellung, die ist letztlich der erschaffende Moment. An das glaube ich fest. Und trotzdem, da es so einfach ist, ist es für mich manchmal zu kompliziert, weil es so einfach ist. Und das ist auch nicht einmal so spirituell oder heilig oder das ist es auch nicht. Aber deswegen spiele ich das auch so gerne. Ich spiele das Spiel wirklich gerne. Ich mache das, ich probiere das. Und ja, beobachte so meine Sachen und freue mich auch wirklich an den kleinen Erfolgen. Sehr, sehr, sehr. Und die sammle ich und sammle ich und sammle ich. Und das ist auch genau das, was wir zusammentun in unseren wunderbaren Gruppen mit Patricia Denda und uns Mentorinnen und auch wir untereinander. Machen das und das ist so hilfreich und so förderlich. Und wir haben schon so viel vorgelegt und also da darf und dürfen viele, viele Frauen davon profitieren, die zu uns kommen, die zu uns stoßen. Profitiert davon, nehmt es wahr. Jo, jetzt zeige ich euch hier nochmal, wenn das funktioniert, meine schöne Aussicht hier auf meinem Bänkle. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Abendsonne. Und dann genieße ich mein
Feierabend sozusagen, wenn ich wieder zu Hause bin. Herzliche Grüße und auf bald. Adieu.